Also entstanden ist es wie so oft aus einem Zufall, beziehungsweise für Gesebau ist es ein Zufall, dass wir jetzt dabei sind. Es gab eine eigentlich kulturorientierte Initiative von der Musikschule Bela Bartok, die damals gemeinsam mit dem Bezirk ein Kulturfest im Schlosspark veranstalten wollte. Und wie das manchmal so ist, die Finanzierung wird manchmal eng. Und unliebsamerweise, kurz bevor da eine Veranstaltung tatsächlich stattfinden soll, das war damals eine sehr missliche Lage, aber es gab eine günstige personelle Verknüpfung damals von der Gesebau, waren auch Vertreter in dem Verein für Pankow, der auch Mitinitiator war. Und so ist die Gesebau dann eingesprungen, hat dann die Finanzierung des Festes damals sichergestellt. Und so sind wir als Partner dieses Festes Stück für Stück hineingewachsen und haben das immer mehr natürlich auch dann zum Gesebau-Fest gemacht, mit den gleichen Partnern aber, und haben es geschafft, insgesamt für den gesamten Bezirk ein ganz besonderes Kunstfest auf die Beine zu stellen, besonders deswegen, weil es eben kein, Sie sehen das an der Atmosphäre, es ist kein Straßenfest mit Fressbuden und irgendeinem Schnickschnack, sondern wir haben hier sehr hochwertige Künstler an den Ständen. Wir haben eine tolle Musikschule, die ein sehr, sehr professionelles Bühnenprogramm jedes Mal anbietet, damit für sich auch wirbt, auch für die musikalische Ausbildung hier im Bezirk wirbt. Wir haben einen künstlerischen Leiter, der auch dann sehr viele Profis tatsächlich für uns auch engagiert. Ansonsten ist das Highlight dieses Festes eigentlich das Ganze. Wenn Sie sich umgucken, wie viele Familien hier sind, wie entspannt auch die ganze Atmosphäre ist, ist eigentlich das eigentliche Highlight, hier zu sein und den Tag hier zu verbringen. Ich glaube, das Tolle ist hier, dass wir schon unter professionellen Bedingungen einfach arbeiten können. Wir haben eine tolle Bühne, der Sound ist wirklich immer gut. Das sind ja immer so die Kriterien, die für uns sehr wichtig sind. Wie kommt das auch rüber? Wie kommt es beim Publikum an? Ja, für uns ist es immer sehr wichtig, Mittel zu bekommen, um Instrumente zu kaufen für unsere Schüler und Schülerinnen, die sie auch mit nach Hause nehmen können, für ein geringes Entgelt. Und da können wir jede Hilfe gebrauchen. Und die Gesebau ist da wirklich in der Zwischenzeit schon ein ganz stabiler Partner, die uns auch jedes Jahr mit einer etwas größeren Summe bedenken. Immer im Anschluss an das Kunstfest auch. Also alle, die hier auch sich beteiligen und auch Eintritt bezahlen, die tun am Ende auch was für die Musikschule. Wir sind da wirklich sehr dankbar. Also das Kunstfest Pankow ist für uns ganz wichtig hier im Schloss Schönhausen, weil es eben einmal im Jahr den Park auf ganz besondere Weise belebt und eben das, was wir sonst nie haben, eben die hochwertigen Angebote an Kunst und Kultur wird dann gebündelt dann am Wochenende, und damit sind wir eigentlich sehr zufrieden. Es bringt uns auch Besucher hier ins Haus, und die eben sonst vielleicht nicht kommen würden. Die Gesebau war ja schon vor uns quasi hier. Vor 13 Jahren haben sie das erste Kunstfest hier ins Leben gerufen, um eben diesen Park, der doch etwas vergessen war, zu beleben. Und seit 2009 sind wir hier im Schloss und kommen sehr gut miteinander aus. Herr Fischer und seine Frau, vorne am Pumptheaterzelt, Eingang aus Jetzkystraße.
Veranstaltung bis jetzt am besten gefallen heute? Also mein Auftritt eigentlich. Dein Auftritt? Ja. Was hast du denn gemacht? Chor und Geige. Schön. Und gab es viel Applaus? Ja. Es ist ein tolles Fest. Es hat für jeden etwas. Für Kinder, für die Erwachsenen, für die Großeltern. Es ist kunstorientiert. Es hat ein hohes Niveau. Ja, es gibt schönen Schmuck, es gibt was zu essen, es ist einfach wirklich vom Ambiente, es ist einfach toll. Wir sehen den Kinderzirkus, finden wir schön. Und was die Kinder alles machen, die Kisten bemalen, von der Gesobau. Die Reihe darunter, die Gemälde waren sehr schön, ausdrucksvoll, immer was anderes. Also auch nicht das erste Mal hier gewesen? Nö, ich glaube, wir sind bestimmt das siebte Mal hier gewesen oder so. Also regelmäßiger? Ja, jedes Jahr einmal. Die Musik ist sehr schön, weil es auch abwechslungsreich ist und international. Publikum, ganz klar. Ja, Highlights sind immer mehrere. Vor allem Freiluftmusik mag ich sehr und deshalb kann ich nur sagen, bravo zu den Künstlern.